So, da bin ich wieder. Ich glaube, ich brauche nicht viel zu dem Tag erzählen. Ihr habt die Bilder ja schon gesehen. Heute war das Wetter auch mal ein bisschen besser. Die Sonne schien und die Fernsicht, das ist der absolute Wahnsinn. Auch vorhin, da gab es ein paar Kilometer durch den Wald. Wunderschöner Wald, Mischwald. So was Schönes. Und man hat über zig Kilometer keinen Datenempfang mit dem Handy. Ja, ich bin jetzt an meinem Platz für heute Nacht. Da oben sieht man was Orangenes wahrscheinlich, vielleicht. Da hängt schon meine Warbonnet Ridgerunner. Ich habe den Quilt da drüber gehängt zum Auslüften. Ja, die Nacht soll zu 8 Grad werden und windstill diesmal. Letzte Nacht war ja nicht so windstill, das war ganz schön heftig teilweise. Ich denke, ich werde hier eine ruhige Nacht verbringen und ich freue mich auf den Tag morgen. Es kann eigentlich nur noch schlechter werden. Ich werde jetzt gleich noch was essen. Ich habe mir hier in diesen Dutchware Gear Bowl Bags, die habe ich aus den USA bestellt, habe ich mir jetzt diese Plenty Hot Meals reingemacht. Das ist so quasi Track and Eat, dass man sich selbst portionieren kann. Das habe ich mir mal bestellt und ich bin da echt begeistert von. So eine Portion macht richtig satt, kostet etwas über 3 Euro und ist geschmacklich richtig gut. Also da habe ich schon Schlechteres von den namhaften Trekking-Nahrungsherstellern gegessen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Dann sehen wir uns morgen. Ciao. Guten Morgen. Bin schon unterwegs, habe schon abgebaut. Bin hier am Margaretenstein in so einem kleinen Fichtenacker. Da drüben war noch eine von diesen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Schutzhütten, die mit diesem gewellten Dach. Ja, Tag 4 auf dem Rothaarsteig. Es geht hier weiter durch wunderschönen Mischwald. Richtig klasse. Ich bin immer noch restlos begeistert von diesem Weg. Bis jetzt absolute Empfehlung. Aber es bleiben ja noch 2 Tage, naja, eher 1,5 Tage. Der letzte Tag, das werden vielleicht noch 10 Kilometer. Mal schauen, wie weit ich komme. Dann würde ich sagen, bis später. So, es schüttet wie aus Eimern und vor mir steht diese wunderschöne designte Hütte. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Wetterschutz sie bietet. Nämlich so viel. Da ist nass, hier vorne ist nass, hier ist so ein bisschen trockener Raum, aber viel zu wenig, um sich irgendwie hinzulegen. Und wenn jetzt der Wind ein bisschen aus dieser Richtung kommt, dann weht es einen da drinnen schön den Regen ins Gesicht. Diese Art von Hütte ist mein größter Kritikpunkt am Rothaarsteig. Ganz großer Mist. Das hätte man sich sparen können. Dann lieber eine vernünftige Schutzhütte als sowas.
Ah, das kommt wie gerufen. Ich brauche nämlich Wasser und hier ist die Dillquelle mit der dazugehörigen Schutzhütte. Das verstehe ich unter einer Schutzhütte. Richtig gut. Und hier werde ich jetzt mal den Regen aussetzen. So, da bin ich wieder. Hinter mir an diesem Baum das letzte Wegzeichen des Rothaarsteigwegs. 154 Kilometer in 6 Tagen geschafft. Der Weg war echt geil. Richtig gut, hat mir gefallen. Und mein Fazit gibt's später, wenn ich wieder zu Hause bin. So, ich bin wieder zu Hause angekommen. Bin auch schon wieder im Wald. Der Endpunkt war nicht der eigentliche Endpunkt. Das letzte Wegzeichen war nicht das letzte Wegzeichen. Es ging noch ein bisschen weiter. An dem Punkt war einfach der GPX-Track, den ich mir runtergeladen hatte, zu Ende. Der offizielle Endpunkt des Rothaarsteigs ist am Bahnhof in Dillenburg. Da gibt es dann nochmal eine große Tafel, wo man den Weg nochmal so zurückverfolgen kann. Finde ich ganz schön. Sowas gibt es nicht bei jedem Wanderweg. Ja, also, ihr habt es ja schon gehört, ich fand den Weg einfach großartig, hat mir wirklich sehr gefallen, kann ich sehr empfehlen den Weg. Das war eine wunderschöne Zeit, trotz des wechselhaften Wetters. Kritikpunkte gibt es nur wenige, also die Beschilderung ist einwandfrei. Ich hätte mir nur an wenigen Stellen ein Schild mehr gewünscht. Negativ waren ganz klar diese Hütten, ich will sie nicht Schutzhütten nennen, denn geschützt haben die vor gar nichts. Vielleicht vor der Sonne, aber das war es auch schon. Also da gibt es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Die Wasserversorgung war auch kein Problem. Also es gibt genug Quellen und Bäche, wo man dann filtern kann. Beziehungsweise an den meisten Quellen habe ich einfach das Wasser direkt gezapft, weil darüber lag keine Landwirtschaft und da braucht man nicht unbedingt noch einen Filter einsetzen. Ja, 6 Tage waren gut zu schaffen. Also ich hatte keine Eile. Der letzte Tag, da waren nur noch 10 Kilometer zu gehen. Und ich bin auch erst relativ spät angereist. Also ich bin erst frühen Nachmittag losgegangen. Ich glaube um 14 oder 15 Uhr erst. Also wenn man früh morgens startet, dann kann man den Weg auch mit Sicherheit in 5 Tagen schaffen. Das dürfte kein Problem sein. Ich habe immer so Tagesetappen zwischen 25 und 30 Kilometer gegangen. Manchmal auch ein bisschen mehr, je nachdem.
Anstrengend war es halt um Winterberg herum. Da gibt es doch ein paar knackige Anstiege. Aber ansonsten waren die Anstiege eher human. Also es ist hügelig, es geht hoch und runter, aber nicht übermäßig anstrengend steil. Und der Weg ist auch hängemattentauglich. Ich hatte ja statt einem Underquilt meine Isomatte dabei, weil ich eben im Voraus in Foren gehört habe, dass in der Region der Borkenkäfer ganz schön gewütet haben soll. Das hat mich als Wanderer, der eher im Harz unterwegs ist, natürlich so ein bisschen in Panik versetzt. Denn ich weiß ja, was der Borkenkäfer anrichten kann. Und darum hatte ich die Isomatte mitgenommen. Wäre nicht nötig gewesen. Also die Flächen, die abgeholzt waren, die sind bei Weitem nicht so groß wie im Harz. Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Außerdem hat man auf den Flächen bessere Aussicht. Also da wird man auf jeden Fall mit wahnsinnig schönen Aussichten belohnt. Ja, das war's mit meinem Fazit. Also der Weg ist sehr empfehlenswert. Ist zu Recht ein Premium-Weg, ein Top Trail of Germany. Kann ich sehr empfehlen. Dann bleibt mir noch zu sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.